Hallo zusammen, wir wollen Ihnen unsere Zusammenfassung der Blinddarmanalyse und der Referenzprojekte vorstellen und starten mit der Blinddarmanalyse. Im städtebaulichen Entwurf gibt es hauptsächlich eine Differenzierung von öffentlichen und privaten Grünflächen inklusive großzügiger Baumbepflanzung, sprich keine feste Regelung hinsichtlich der Bepflanzung selbst. Dann kommen wir jetzt zu den Festsetzungen betreffend die unterschiedlichen Grünflächen im Quartier. Der Grünordnungsplan dient hier als Grundlage und zur Orientierung, woraus viele Festsetzungen für den Bebauungsplan übernommen wurden. Angefangen mit den öffentlichen Grünflächen, dazu zählen die Grünflächen entlang der Straßen am Wall und der Alten Landstraße sowie der Grünzug durch das Gebiet und der Spielplatz. Dabei werden die Baumarten, die zur Anpflanzung empfohlen werden, unterschieden. Der Spielplatz bekommt etwas kleinere Bäume. Des Weiteren gibt es Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft, die sich ihrer Ausführung nach in zwei unterschiedliche Bereiche gliedern. Im Bereich 1, der sich im Norden und Osten befindet, sind Baumpflanzungen vorgesehen. Bereich 2 im Südosten, angrenzend an das Biotop, sieht nur eine Magerwiese und einen Heckensaum als Übergang vor. Für die privaten Grünflächen wird vorgesehen, pro 400 Quadratmeter einen hochstämmigen Laubbaum zu pflanzen. Im Bebauungsplan wird als Alternative die Anpflanzung von drei Sträuchern angeboten. Die Baumanpflanzungen sind hauptsächlich entlang der Straßen vorzufinden, am Wall und an der Alten Landstraße verpflichtend. Nach Bebauungsplan müssen sie einen Schutz vor mechanischen Verletzungen tragen. Zusätzlich sitzen Bäume im Quartier auf den Flächen für den Rundenverkehr, das heißt zwischen den Parkbuchten, auf begrünten Baumfeldern. Diese Baumanpflanzungen sind laut Bebauungsplan keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung. Im Anschluss haben wir einen Bauteilkatalog entwickelt, bestehend aus unterschiedlichen Bauteilen, entsprechend dem Grünordnungsplan und dem Bebauungsplan. Diese variieren im Grad ihres ländlichen bzw. städtischen Charakters und zeigen, dass bei der Umsetzung durch unterschiedliche Kombinationen der Bauteile verschiedene Atmosphären im Quartier erzielt werden können. Bei der Umsetzung sieht man, dass die Straße am Wall eher einen städtischen Charakter hat, während die grüne Achse eher einen intimen Weg bietet. Der Quartiersplatz ist ein typischer städtischer Treffpunkt und der Spielplatz hat eher eine ländlichere Atmosphäre. Man versucht auch einen atmosphärischen Ausgleich zu den Parkierungsflächen durch die Grünraumgestaltung zu schaffen. Jedoch muss man sagen, dass beim Übergang zur Landschaft in Teilen Lücken vorhanden sind. Die Mehrheit der Bewohner hat sich tatsächlich an die Empfehlung und Regelung des B-Plans in Form von begrünten Vor- oder Hintergärten gehalten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Gebiet sowohl städtische als auch ländlichere Züge hat. Je nach Kombination der zuvor erläuterten Bausteine können unterschiedliche Atmosphären erzeugt werden. Dies ist relativ gelungen bei der Straße am Wall und sämtlichen internen öffentlichen Grünflächen. Jedoch gibt es Entwicklungsbedarf bei der Übergangszone zur Landschaft hin. Die Planung und Gestaltung des Grünraums ist somit ein entscheidender Parameter für das Gelingen eines neuen Quartiers, für das Erzeugen der gewünschten Atmosphäre und Identität. Die Schwierigkeit liegt hier auch, ein Gleichgewicht der Spielregeln zu finden. Und vor allem auch die Frage zu beantworten, wie viel Planungsfreiheit jeder Bauherr bekommt. Kommen wir nun zu den Referenzprojekten, den Stadtgärten am Henninger Turm und dem französischen Viertel. Beim städtebaulichen Entwurf des Henninger Turms handelt es sich um die Umnutzung eines Brauereigeländes zu einem Wohngebiet in Sachsenhausen, Frankfurt am Main. So folgt das Konzept der bewohnten Parklandschaft. Es gibt hier auch eine deutlich städtischere Dichte und Atmosphäre im Vergleich zu Wiegen-Durlacher Weg. Das französische Viertel ist auf einem ehemaligen Kasernengelände der französischen Armee in Tübingen entstanden. Charakteristika sind eine Vielfalt an Wohnformen, Gebäudetypen und Nutzungen sowie eine hohe soziale Durchmischung. Auf einer vergleichbaren Grundstücksgröße wurde ähnlich viel Fläche überbaut, aber das französische Viertel hat einen deutlich städtischeren Charakter hinsichtlich seiner Dichte. Bei der städtebaulichen Einbindung ist im Wiegen-Durlacher Weg das Problem, dass die Straßen am Wall und alte Landstraßen noch als infrastrukturelle Grenzen fungieren. Auch der Übergang zur Landschaft ist noch in Teilen lückenhaft, sodass das Ganze eher einen Inselcharakter mit sich trägt. Die Stadtgärten wiederum profitieren von ihrer allseitigen Einbettung und Abstimmung auf den Bestand. Gleichzeitig fördert auch die Freiraumgestaltung die Integration des Gebiets. Französische Viertel wird durch seine Lage südöstlich der Tübinger Altstadt auch durch eine Straße im Norden begrenzt. Dennoch ist die Einbindung besser gelungen, eben durch das Anschließen an die Bebauung im Südwesten, das Aufgreifen und Weiterführen bestehender Straßen sowie die Integration umliegender Grünflächen in das Quartier. Bei der Infrastruktur ist im Wiegen-Durlacher Weg ist deutlich PKW statt fußgängerfreundlich gestaltet worden. Das ergibt natürlich Probleme hinsichtlich der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung und Verkehrssicherheit. Die Stadtgärten sind deutlich fußgängerfreundlicher, zum Beispiel durch die Verwendung autofreier Wohnwege innerhalb der Baufelder und einer quartierseigenen Tiefgarage. Somit wird die Aufenthaltsqualität der Quartierstraßen gesteigert und die Freiraumplanung begünstigt.
Im französischen Viertel fördert die Schaffung eines autoreduzierten Quartiers die Durchwegung für Radfahrer und Fußgänger. Entsprechend gibt es nur eine Hauptdurchgangsstraße. Die restlichen Straßen im Quartier sind nur zum Be- und Entladen befahrbar. Geparkt wird nur an wenigen Orten, im Gegensatz zu Bingdorlacher Weg. Für die Bewohner gibt es ein Quartiersparkhaus. Ergänzend dazu nur kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze. Der öffentliche Raum wird zu oft gewertet, die Verkehrssicherheit steigt, das Konzept ist äußerst familienfreundlich und die Lärmbelästigung wird reduziert. Bei der Schaffung von Urbanität sind beide Gebiete ungefähr vergleichbar. Beide bilden einen Quartierseingang aus und bilden einen anziehenden Ort aus für die Nachbarschaft. Das französische Viertel dagegen ist sehr viel urbaner, da es in den Erdgeschossen kein Wohnen gibt, sondern Gewerbe verortet ist, wie Cafés, kleinere Läden oder Handwerksbetriebe. Westlich des Quartiers liegt ein ähnliches Nahversorgungszentrum wie in Linkenheim-Hochstetten und Henninger Turm. Beim öffentlichen Raum ist im Bingdorlacher Weg grundsätzlich ein Mangel an Grünflächen mit starkem Charakter vorhanden. Also es gibt wenige zentral eingebettete Quartierstreffpunkte mit überzeugender Gestaltung. Die Stadtgärten nutzen den öffentlichen Raum als zentral platzierter sozialer Knotenpunkt durch die Gruppierung der Gebäude um aktive Grünflächen. Im französischen Viertel gibt es eine größere Anzahl an öffentlichen Plätzen sowie viele Grünflächen, die eben als Treff- und Aufenthaltsbereich innerhalb der dichten Bebauung dienen. Besonders sind die Innenhöfe und aufgrund ihrer öffentlichen Zugänglichkeit für alle Bewohner des Quartiers erfreuen sie sich auch einer hohen Beliebtheit. Es gibt im Bingdorlacher Weg eine bewusste Abgrenzung zum öffentlichen Raum hin, oftmals durch bauliche Anlagen mit Fokus auf Privatsphäre. Das wiederum ist Isolationssphäre und erschwert den Nachbarschaftsdialog. Bei den Stadtgärten gibt es weichere Gestaltung dieser Übergänge durch die bewusste Öffnung des Privaten zum gemeinschaftlichen Raum und der Verdeutlichung der Privatheit durch pflanzliche Gestaltung. Somit wird der Nachbarschaftsdialog gefördert und der Gedanke der Gemeinschaft gestärkt. Eine vergleichbare Ausgestaltung ist auch im französischen Viertel charakteristisch für den Übergang zwischen öffentlichem und privatem Raum. Der Gedanke der Gemeinschaft steht auch hier ganz klar im Vordergrund. Bei der Gebäudetypologie ist in Bingdorlacher Weg der Fall, dass es eher eine Mischung von nicht aufeinander abgestimmten Dachformen statt Gebäudetypologien gibt. Jedoch überwiegt hier eine einheitliche materielle Ausgestaltung. Das heißt, diverse Dachformen allein bringen nicht die gewünschte bauliche Diversität mit sich. Die Stadtgärten erzielen Diversität durch die Verwendung verschiedener Gebäudetypologien und Einheit durch Eingestaltungsentwurf für Dach und Fassade. Im französischen Viertel bringt eine geringe Anzahl an Gestaltungsvorschriften eine große Zahl an Wohnformen hervor, die trotz oder gerade aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit zu einem homogenen Gesamtbild verschmelzen. Dann kommen wir jetzt zu unseren Lessons Learned. Für eine vollständige Integration des Neubaugebiets in Linkenheim-Hochstetten ist die bessere Ausfundierung der Ränder, die Reaktion auf den Bestand, das Aufgreifen bestehender Straßen sowie weitere Grünzüge notwendig. Die Reduzierung der versiegelten Flächen und eine Verminderung autozugänglicher Straßen, beispielsweise durch das Parken an zentralen Parkgaragen, würde die Sicherheit und auch die Kinderfreundlichkeit im Quartier verbessern. Das geplante Mischgebiet im Carrière Markt hat viel Potenzial zur Schaffung eines urbanen Charakters. Zur Stärkung dessen ist es aber empfehlenswert, zusätzlich an zentralen Quartiersplätzen eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss zu erlauben. Zukünftig ist es wichtig, dass die Grünflächen eine klare Funktion zugewiesen bekommen und damit ihr Charakter gestärkt wird. Gleichzeitig sollte auch die Anzahl der zentral platzierten, klar gestalteten Quartiersplätze erhöht werden. Die Übergänge von öffentlich-privat müssen weicher und kommunikationsoffener gestaltet werden. Bei der Gebäudetypologie ist es notwendig, eine Definition der Spielregeln zu haben, weil gerade dies Aspekte wie Integration, Atmosphäre, Identität fördert und gewährleistet. Gestaltische Konsistenz und Diversität wird zum Beispiel durch die Varianz an Gebäudetypologien und einem einheitlichen Gestaltungsentwurf erzielt. Bei der Umsetzung des städtebaulichen Konzepts kann man an die Stadt und Bürger appellieren, mehr Mut und Wille an den Tag zu bringen, um ein fortgeschrittenes Konzept stringent bis zum Ende durchzusetzen, sodass ein Quartier entsteht mit einer eigenständigen Charakter mit Wiedererkennungswert. Das wäre es dann von unserer Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.